Tant de tout ce qui est pauvreté. Vor den Toren Europas liegt das Königreich Marokko, das bis 1956 französisch-spanisches Protektorat war. Die Hafenstadt Tanger im Norden des Landes ist meist der erste Stopp für diejenigen, die mit dem Schiff aus Spanien ankommen. Die europäisch-orientalisch anmutende Stadt umgibt einen Mythos, der seit vielen Jahrzehnten Reisende und vor allem Künstler fasziniert. In den späten 60er und 70er Jahren entdeckten die Hippies das Land für sich. Ob für Kurzurlaube oder für monatelange Trips. Vor oder nach der großen Reise Richtung Indien. Denn Marokko, traditionell eines der Hauptanbaugebiete von Marihuana, bestach durch seine Kultur, seine Menschen und seine abwechslungsreichen Städte und Landschaften. Wie viele Hippies zog es auch den deutschen Musiker Uwe Möllrich vom spanischen Festland aus nach Marokko, wo er über die Jahre sogar zum Popstar wurde. Zum ersten Mal überquerte der Bassist mit seinen damaligen Kollegen von der Ethno-Rock-Band Embryo die Straße von Gibraltar nach Tanger für eine Marokko-Tournee. Das Motto von Embryo war: Was wir suchen, finden wir unterwegs. Das war einfach so eine Zeit von Aufbruch, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Diese Sehnsucht, sich so vom Nachbarn inspirieren zu lassen. Und ja, das war losgezogen mit unserem Bus und da durch die Gegend gefahren, haben wir gespielt und da. Nach Jahren in Asien, wo die Band mit Musikern vor Ort viele Jam-Sessions spielte, treffen die Vorreiter der Weltmusik auch mit marokkanischen Künstlern zusammen. Als Künstler war das natürlich sehr angenehm, hier hinzukommen, weil die Generation hier genauso erwachte vom Trauma des Kolonialismus, des Zweiten Weltkriegs. Und da war es sehr interessant, Künstler zu treffen, wie beispielsweise diese Musiker, mit denen ich jetzt zur Zeit arbeite, die zum ersten Mal so gesellschaftskritische Texte hatten. Na, jetzt schauen wir mal, ob der die Musik da hat. So, und ihn treffen wir auch. Das ist natürlich ein Glücksfall, weil Musik eine Sprache ohne Worte ist. Da kannst du ja überall hingehen. Und nur darum bin ich auch überhaupt jetzt hier in Marokko so, habe ich so eine familiäre Atmosphäre. Das kam ja nur durch die Musik, nicht nur, weil ich der Uwe aus Berlin bin. Moulay Taha und Abdelkrim El Kasbaji sind Sänger der Gruppe Jil Jilala, die ihre Karriere als Hippies begannen und heute als die marokkanischen Beatles gelten. So wie Uwe Möllrich zieht es die Lebenskünstlerin Uschi Obermeier seit Jahrzehnten in die Ferne. Bevor die Deutsche in Kalifornien sesshaft wurde, reiste sie einen großen Teil ihres Lebens durch die Welt. Schon als Kind wollte ich so gerne reisen und war dann richtig enttäuscht, als ich als Kind zum ersten Mal nach Italien kam. Ich dachte, die Katzen sehen anders aus dort und war eigentlich enttäuscht, dass die Katzen genauso ausschauen wie bei uns. Ende der 60er Jahre wird die schöne Münchnerin als Mitglied der legendären Kommune 1 bekannt und zur deutschen Ikone der 68er-Bewegung. Gemeinsam mit ihrem Freund und Kommunaden Rainer Langhans propagiert das Fotomodell in dieser Zeit die freie Liebe und den lockeren Umgang mit Drogen. Also wir wollten unbedingt in einem anderen Bewusstseinszustand kommen. Und dann war ich auch enttäuscht irgendwie, als ich zum ersten Mal geraucht habe. Da war gar nichts los. Ich dachte jetzt, die Wände verfärben sich und die Sonne geht auf. Es ist nichts passiert. Das war ja dann mit LSD. Also da ging es wirklich massiv ab. Wir wollten mit diesem LSD halt mehr experimentieren. Und das konnte man in der Stadt eben nur sehr eingeschränkt, weil das eben so hart und so steinern und so gerade alles war. Die Kommunarden, die inzwischen von Berlin nach München umgezogen sind, beschließen, ihren Radius zu erweitern. Uschi und ihre WG-Genossen brechen in Richtung Marokko auf
wo sie mehrere Monate herumreisen wollen. Wir hatten, das war fast, also fast wie ein Cadillac für uns. Das war, glaube ich, ein Ford Lincoln oder sowas, also so ein Schiff irgendwie. Und das war natürlich fantastisch, auch mit einem schönen Auto durch die Landschaft zu fahren. Und es war halt alles total aufregend, weil alles total neu war. Eines der Ziele, das die Münchner ansteuern wollen, ist Essaouira an der Westküste Marokkos. Die Festungsstadt am Atlantik hatte schon Orson Welles in ihren Bann gezogen, der hier in den 50er Jahren den Film Othello drehte. Die geringen Lebenshaltungskosten, die viele Sonne und die aufgeschlossene Art der Einwohner hatten sich unter den Reisenden herumgesprochen. Die Burgruine am Strand, die Jimi Hendrix musikalisch inspiriert haben soll, war ein beliebter Treffpunkt für die Blumenkinder aus aller Welt. Und auch einheimische Hippies kamen hierher, so wie Majid Moulay, ein Lehrer aus Essaouira. On vivait la nuit, on dormait le jour. Les cérémonies se passaient la nuit. Man lebte nachts und schlief am Tage. Die Happenings fanden nachts statt. Alles ergab sich spontan. Nichts wurde organisiert. Man hat alles laufen lassen. Nach Lust und Laune kam man her, mit einer Flasche Wein, mit LSD. Man ließ sich gehen. Die Leute haben sich nackt ausgezogen, getrunken und geraucht. Die Mädchen haben getanzt. Man vergaß einfach die Zeit. Le temps n'existe plus. In einem kleinen Dorf oberhalb von Essaouira lebt die Amerikanerin Gail Porter. Für die Fotografin war Woodstock ein Schlüsselerlebnis vor dem Aufbruch in die weite Welt. Wir lebten damals den Traum, auch wenn das etwas dramatisch klingt, dass wir eine andere Welt haben könnten. Es war eine Zeit der Hoffnung. Und auch in der Musik ging es fast immer um Hoffnung. Ich lebte damals in New York und habe Amerika 3 Tage nach Woodstock verlassen. Ich weiß nicht, es muss mein Karma gewesen sein, denn ich hatte das gar nicht so genau geplant. Ich begab mich auf eine echte Reise und im Flugzeug traf ich Faisal, einen Saudi-Arabier. Er wollte nach Afrika. Ich dagegen hatte eigentlich gar keinen Plan, außer dass ich mir nicht Europa ansehen wollte und nicht in Amerika sein wollte. Ich wollte die dritte Welt sehen, was immer das war. Und so bin ich ihm gefolgt, weil ich mich in ihn verliebt hatte. Und so begann unsere Reise. Wir kauften uns in München einen VW-Bus für $600, richteten ihn her. Naja, so der Klassiker. Ja, Marokko liegt am nächsten zu Europa, so wie ja auch die Türkei. Deshalb haben wir alle wohl diese Route gewählt. Man fährt einfach von dem, was man kennt, dahin, wo alles neu ist, und dann weiter. Also über die Türkei Richtung Osten und nach Marokko Richtung Süden. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Wir fuhren erst quer durch Marokko und dann entlang der Küste. Da unten haben wir dann gecampt, weil das da sehr gut ging. Wir blieben fast 5 Monate und Faisal lernte von einem marokkanischen Fischer, wie man angelt. Es war wirklich interessant, jeden Tag neue Erfahrungen zu machen und alles loszulassen. Viele der Hippies, die nach Essaouira ohne VW-Bus gelangt waren und die nicht am Strand schliefen, zog es in das ehemalige Café Hippie. 2 oder 3 Hippies teilten sich ein Zimmer. Man rauchte, saß in der Sonne, hörte Musik und das war's. And so castles made of sand fall in the sea. Eventually.
Auch Jimi Hendrix war hier zu Gast, als er 1968 nach Essaouira kam. Jimi Hendrix kam hierher wegen des Living Theater, denn es hatte Fans, die ihm hinterhergereist sind und die es finanziell unterstützten. Und als er hier war, hat das Living Theater zusammen mit Gnauer Musikern einen Benefizabend veranstaltet. Das Living Theater war ein New Yorker Ensemble unter der Leitung von Julian Beck und Judith Malina, das die USA aus Protest gegen den Vietnamkrieg Richtung Europa verlassen hatte. Die Avantgarde-Schauspieler aller Altersgruppen inszenierten tabuloses Theater im freien Raum. Ihr Motto war es, dass Kultur frei sein müsse und draußen stattfinden solle. Mit diesem Leitsatz waren die Schauspieler 1968 beim Theaterfestival im südfranzösischen Avignon bei der Stadtverwaltung angeeckt und hatten das Theatertreffen unter Protest Richtung Marokko verlassen. Das Living Theater hat eine Vereinbarung unterschrieben, dass es in Marokko nicht dieselben Sachen auf die Bühne bringen kann wie in Europa. Europa ist nicht Marokko, Europa ist kein islamisches Land. Okay, wir sind offen hier, aber wir achten darauf, unsere Identität und unsere Traditionen zu wahren. Die marokkanische Regierung versucht Ende der 60er Jahre mit verschärften Einreisevorschriften den Andrang der Blumenkinder zu bremsen. Denn deren ausgelassene Lebensphilosophie und Aussehen sind den Behörden ein Dorn im Auge geworden. Zahlungskräftige Pauschaltouristen sind dagegen weiterhin sehr willkommen. Als Uschi Obermeier und ihre langhaarigen Begleiter nach langer Anreise die marokkanische Grenze erreichen, bekommen sie die neue Politik zu spüren. Wir wollten ja über Tanger einreisen, wir waren so eine Gruppe Leute, ich glaube drei Männer und ich. Und die haben uns nicht reingelassen, weil die Männer, die haben so lange Haare gehabt. Also war ja Hippie-Zeit. Das Einzige wäre gewesen, die Haare abzuschneiden, wo die sich natürlich selbstverständlich geweigert haben. Dann haben wir es wieder versucht, dann sind wir zurück, dann sind wir über Ceuta dann rein. Und da standen wir an der Grenze. Und wieder die gleiche Geschichte, die wollten die mit den langen Haaren nicht und die haben sich geweigert. Und ich stand vor der Grenze in Marokko, war gleich da drüben. Und ich konnte schon riechen, das Marokko. Und dann, also wenn ich durfte, habe ich gesagt, nee, also ich gehe jetzt nach Marokko. Uschi macht sich ohne ihre Freunde auf den Weg. Und dann bin ich hatte nicht wirklich viel Geld und bin mit so Local Bussen gefahren und wo also so die ganzen Marokkaner drin waren, die Farmers und mit ihren Hühnern und Gänsen und alles mögliche im Bus. Uschis erstes Ziel ist die ehemalige Königsstadt Fes. Diese Souks hier in Fes, also man braucht wirklich einen Führer. Es ist, also das sind so schmale Gänge, es ist so verschachtelt und verstrickt. Also da hätte ich ohne Guide natürlich Angst gehabt. Wahnsinn, diese ganzen Gänge, das Verschachtelte. Muss mal gucken, wie das dann hier hinter dann geht wieder. Ja, ich glaube, die Gerüste sind da, nur um die, genau, die biegen sich so raus, nur um die Häuser abzustützen. Da kam ja auch damals dann, also aus dem Deutschland, das alles so grau war irgendwie. Und dann hier in Fes, das ist ja berühmt dafür oder bekannt dafür, diese Färbereien und diese bunten Farben, also diese Farbenpracht. Und halt überhaupt Marokko, da hat man sich natürlich total gesehnt, also das zu sehen. Auch immer gut, wenn man sich der Landestracht anpasst, also das trägt, was die tragen, sonst hat man nur Probleme. Das fing auch damals an in Marokko. Ich war sehr jung und da wusste ich noch nicht, dass man das so respektieren muss. Und ich hatte so Hosen an, die vorne so geschnürt waren und ich habe nicht gesehen, dass die, also bis, ich meine, man hat jetzt nicht sowas gesehen, aber auch wenn man da schon ein bisschen den Bauch zeigt. Und dann, das war natürlich, das war nicht gut. Also die Kinder sind um mich herum und haben geschrien, Hippie, 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 aber nicht in einer angenehmen Weise.
Ich hatte ja so eine Agenda. Ich wollte ja drei Sachen von Marokko. Also ich wollte diesen Cellabas, so einen langen Umhang. Und dann gab es damals diese Ledertasche mit Fransen und schön bestickt. Das war die zweite Geschichte, die ich wollte. Siehst du, das so waren die Taschen, aber schöner noch. Ja, und das dritte war Haschisch. Also wollte Haschisch, da habe ich natürlich auch Glück gehabt. Das habe ich gekriegt. Uschi Obermeier reist heute wie damals weiter, von Fees nach Tange. Die Fahrt führt sie durch das Riffgebirge, die viertgrößte Erzeugerregion von Haschisch weltweit. Hier gelten ungeschriebene Gesetze. Denn auch wenn der Anbau von Cannabis heute offiziell verboten ist, bleibt die Haschproduktion ein durchaus wichtiger Wirtschaftszweig Marokkos. In vielen Teilen des Landes wird der Besitz der Droge inzwischen bestraft. In anderen, so wie in Tange, sah man es schon immer etwas lockerer mit dem Haschisch. Und angekommen in der Hafenstadt hatten viele Hippies erst einmal ein Ziel. Also das ist das berühmt-berüchtigte Café Haffa, wo alle Hippies, also damals war ein großer Treffpunkt für die Hippies damals. Weil man da rauchen konnte, weil man da immer jemanden gefunden hatte, wo man es kaufen konnte, wo es eigentlich noch relativ ungefährlich war. Also das war so ein Geheimtreff oder vielleicht auch nicht so geheim, weil jeder kannte das. Aber das war halt der Platz zu rauchen. Ist ja auch wunderschön, dann mehr zu sehen. Selbstverständlich war das auch der Hippie-Traum. Man geht, reisen wir mal, machen wir mal Ferien im Anbaugebiet. Und so. Aber ich finde, dass also nachdem ich so viele Jahre hier gelebt habe, ist das einfach auch ein bisschen so eine Fantasie der Europäer hier. Natürlich wird damit locker umgegangen, weil es auch eine historisch-kulturelle Frage ist. So wie der Bayer da seine Maß stemmen muss und das nicht unter einem Liter, wenn es geht, gehört das hier dazu. Auf der anderen Seite hat es natürlich diese ganzen Freaks, von denen war ich ja selber einer, angelockt. Also wenn ich mich an unseren ersten Besuch hier erinnere, das war mit Embryo. Und dann kamen wir mit unserem riesen Hippie-Kommune-Bus, bunt bemalt, mit arabischer Schrift raus, drauf, frisch aus Indien. Wir waren ja offiziell eingeladen vom Goethe-Institut und in Kooperation mit der lokalen Regierung hier. Und dann haben die plötzlich ziemlich entsetzt gemerkt, oh, wer kommt denn da? Und die dachten wahrscheinlich, hier kommt jetzt eine Musikkapelle in Schlips und Kragen mit schwarzem Anzug. Und dann stiegen da diese Hippies aus. Die Band gibt Konzerte in ganz Marokko. Während dieser Zeit habe ich meinen Freund Abslam kennengelernt nach einem Konzert in Tange und blieb dann hier in Tange, habe später die Gruppe Dissidenten gegründet, die sehr bekannt wurde in Marokko. Hier sind wir in der Kaspa und das heißt was ganz Simples, nämlich Burg. Und dann an die Kaspa anschließt sich die Medina, das ist sowas wie die Altstadt. Und das ist eine ähnliche Sache, wie man es bei uns in den mittelalterlichen Städten auch findet. Die Burg und drumherum die Altstadt mit der Stadtmauer. Ah, Melem. Das ist das Haus der andalusischen Musiker. Nachdem die Moslems aus Spanien vertrieben wurden im 14. Jahrhundert, kamen die alle hier rüber und haben natürlich dann auch ihre andalusische, die wahre andalusische Musik mitgebracht. Und das ist hier das Zentrum, wo sich alle Musiker treffen. Und hier sitzen wir auch öfter und haben Jam Sessions. Ja, etwas verstimmt. Aber das sollte andalusische Musik gewesen sein. Hallo Uwe!
hallo, das freut mich, dass ich dich endlich mal kennenlerne. Ich habe schon so viel gehört von der Isabella und von so vielen Leuten. Toll, freut mich total. Ja. Das ist sehr gut. Was hast du für Pläne heute? Ich möchte unbedingt auf die Kasbah gehen, Medina. Ich möchte mir ein paar Sachen kaufen. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your loving mind. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky. Wenn ein ernsthafter Musiker nach Tanger kommt, dann trifft er meinen Freund Abslan, den heimlichen Kulturminister von Marokko. Da ging ja, bei dem geht ja alles ein und aus. Ob das jetzt Paul Bowles war, Francis Bacon, Brian Jason. Und natürlich ist der Platz, in dem ich immer wohnen darf, in Tanger, beim Abslam, in seiner bescheidenen Hütte, das ist auch der Platz, wo die Rolling Stones auch immer mal gucken, ob es da was zu rauchen gibt. Hallo. Good evening. Good evening. May I introduce Uschi to Absalom? Absalom, great, it's a pleasure meeting you. Absalom Akabune wuchs mit der traditionellen marokkanischen Gnawa-Musik auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckte er durch die stationierten GIs seine Liebe zum Soul, zum Jazz und zum Rock'n'Roll. In den späten 60er Jahren eröffnete er in Tanger den ersten Jazz-Live-Club Nordafrikas. Brian Jones was coming to my club. Brian Jones loved Tangiers. Brian Jones kam öfter in meinen Club. Brian Jones liebte Tanger. That record of the Shizuka, the master musicians. Und damals machte er eine Platte mit den Master Musicians of Jajuka. Und zum Gedenken an den 20. Jahrestag seines Todes wollten die Rolling Stones ein Revival feiern. For the 20th anniversary of the death of Brian Jones, they wanted to do a revival. Und das haben sie hier in meinem Haus gemacht, 5 Tage lang. 5 magische Tage, wirklich wunderschöne 5 Tage. Really beautiful 5 days. Dieses Flower Power, also die Blumenkinder, die eigentlich wirklich nur Liebe wollten und nur Verständnis wollten und Toleranz wollten, das würde ich mir zurückwünschen. Also da, ja, make love, not war und peace and love, ich stehe da total dafür und ich finde, wir bräuchten das so dringend in der heutigen Welt, diese Gesinnung eigentlich. Geht es mit der Blumenkinderkarawane über Istanbul bis nach Kabul. Der BBC-Journalist John Butt lässt das Afghanistan der Hippie-Zeit auferstehen. Und vom Gründer der legendären Globetrotter-Bibel Lonely Planet erfahren wir, warum er einen neuen Afghanistan-Reiseführer geschrieben hat. Bis dann. Und klicken Sie doch mal unsere Homepage an.